Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Erster Sonntag im Oktober. Wir machen heute ein Soßenrezept. Keine Angst, Fleisch ist natürlich auch dabei. Wir machen eine Entenbrust in Rotwein-Pflaumensoße. Viel Spaß! Und hier nun unsere Zutaten. Eine Entenbrust. Normalerweise sind zwei Entenbrüste für dieses Rezept vorgesehen, aber 400 Gramm reichen uns. Ich bin nicht so der Fleischtyp, dass ich so viel Fleisch essen muss. Also haben wir uns auf eine Entenbrust geeinigt. Würzen werden wir das Ganze mit Gänse- und Entenbratengewürz von Ankerkraut, aber ihr könnt auch nach Wahl, wie ihr es mögt, von euch ein Gewürz nehmen. Wir brauchen etwas Butter für die Soße. Schalotten, die habe ich schon klein geschnitten und geviertelt, das sind 6 Schalotten. Dann brauchen wir gedörrte Pflaumen. Da habe ich ungefähr 10 Stück jetzt, weil ich Pflaumen eigentlich liebe, diese gedörrten Dinger. Kalbsform brauchen wir 200 ml. Wir brauchen Rotwein und zwar 400 ml. Das sind keine 400 ml, da muss noch ein bisschen was dazu. Und zu würzen Pfeffer und Salz. Und wie kann es anders sein? Ich habe mal wieder was vergessen. Zucker. Das sind 3 Esslöffel Zucker. Damit werden wir die Schalotten karamellisieren. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Alles stand bereit, aber naja, ne? Man packt das nicht mit aufs Video. In einem Topf habe ich nun die Butter erhitzt. Dazu gebe ich nun die Schalotten. Sieht ein bisschen wenig aus, aber naja, gut. Dazu den Zucker, das sind 3 Esslöffel. Ja, und das Ganze lassen wir ungefähr 3 bis 5 Minuten karamellisieren. Nach gut 8 Minuten sehen unsere Zwiebeln nun so aus. Ich gebe nun den Kalbsfond dazu. Unsere 400 ml Rotwein. Und die getrockneten Pflaumen. Ja, jetzt spritzt es richtig schön. Ein paar haben wir noch. So. Das Ganze kann jetzt einreduzieren. Ich denke mal so 15-20 Minuten brauchen wir bestimmt dafür. So, eine gute halbe Stunde später. Unsere Soße sieht nun so aus. Sie ist schön einreduziert. Hat ein wunderbares Pflaumenaroma. Schmecken tut sie auch schon. Kann ich bestätigen. Ich werde das Ganze jetzt pürieren. Das wird eine schön sämige Soße bekommen. Und ich denke, du kannst an den Grill gehen, die Entenbrust machen. Das werde ich tun. Ich werde noch Klöße aufsetzen und dann können wir essen. Und gleich sehen wir uns wieder. Wie ihr seht, die Soße ist püriert, sehr sämig. Ich schmecke das Ganze noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Aber wirklich nur ein bisschen, weil sie ist so schon sehr gut im Geschmack. So, das Ganze wird untergerührt und unsere Soße ist fertig. Ja, während Anne drinnen weitermacht, habe ich unseren Grill auf 200 Grad vorgeheizt. So. Und nun werde ich unsere Entenbrust von jeder Seite scharf angrillen. Danach geht sie in den oberen Bereich und dort lasse ich sie bis zu einer Kerntemperatur von 67 Grad ziehen und danach kann auch schon gegessen werden. Ja, Freunde, ich kann euch sagen, ein leckeres Söschen. Macht's auf jeden Fall nach. Wir haben noch so viel über, die werden wir einfrieren. Passt eigentlich zu jeder Sorte Fleisch. Wahrscheinlich gut zum Rinderbraten, zum Schweinefilet. Also absolut lecker. Probiert's aus, ihr werdet's nicht bereuen. Ja, weiter gibt's nichts zu sagen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss.